Schönen guten Abend. Mein Name ist Bernd Gerresheim. Ich bin der Chefarzt Geburtshilfe hier im Bethesda-Spital. Heiße Sie sehr herzlich willkommen. Ich freue mich, dass einige von Ihnen doch trotz des Wetters den Weg zu uns hierher gefunden haben. Sie dürfen gerne auch ein Stückchen nach vorne kommen. Es gibt keine Quizfragen, keine Tests oder so, dürfen aber auch gerne dort sitzen bleiben. Was vielleicht ganz schön ist, dass wir so relativ überschaubar viele sind, dass wir nachher vielleicht auch ganz gut miteinander das Thema diskutieren können, weil ich glaube, genügend Anlass zu Diskussionen gibt es in dem Zusammenhang mit Pränataldiagnostik schon. Vielleicht ganz kurz vorweg noch zum Bethesda-Spital. Sie wissen wahrscheinlich, dass wir zwei Schwerpunkte haben, die Frauenmedizin und den Bewegungsapparat. In der Frauenmedizin decken wir im Grunde den ganzen Bereich ab, von der Gynäkologie, von der Krebstherapie, Reproduktionsmedizin bis halt eben zu unserer Geburtshilfe. Im vergangenen Jahr haben wir hier gemeinsam mit unseren Belegärzten knapp 1900 Geburten gemanagt. Das ist schon eine relevante Anzahl. Und weshalb mir das so wichtig ist, wir haben halt eben, wenn wir Probleme haben, doch eine ganze Reihe Partnerdisziplinen, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Die, mit denen wir am meisten Kontakt haben, sicherlich die Physiotherapie vor der Geburt und aber auch im Wochenbett. Aber es gibt immer wieder Kontakte auch zur Psychosomatik, weil gerade die Schwangerschaft doch Situationen sind, wo auch mal psychische Probleme nach oben gespült werden. Da bin ich immer sehr froh, dass wir ganz eng zusammenarbeiten, dass es da kurze Wege gibt. Aber auch wenn wir ein chirurgisches, internistisches oder urologisches Problem haben, dann kann das hier alles in-house geregelt werden. Nun kommen wir zu meinem Thema, zur Pränataldiagnostik. Eigentlich sollte das die Überschrift sein, weil das im Grunde das ist, was ich oft von den Schwangeren gespiegelt bekomme, dass sie sagen, ja, muss ich das denn wirklich alles machen? Jetzt wollen sie noch den Zuckertest und das. Ist das denn alles überhaupt nötig? Nur unter dem Titel war es halt eben nicht gut zu bewerben, da hätte nicht sofort jeder gewusst, worum es geht. Deswegen haben wir den anderen Titel gewählt und naja, die Antwort ist ganz klar, nein. Ja, Sie müssen das natürlich nicht alles machen. Und wie es ja halt eben zu jedem Ja ein Ja-Aber gibt, gibt es natürlich in dem Fall auch zu dem Nein ein Nein-Aber. Und das würde in dem Sinne aussehen, dass Sie müssen es natürlich nicht machen, aber Sie sollten sich gut informieren, damit Sie wissen, worauf Sie verzichten wollen oder was Sie haben wollen. Und ich denke, unter anderem deshalb sind Sie heute Abend auch hier. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin seit 2000, also jetzt seit 18 Jahren Frauenarzt, habe dann vor 16 Jahren die Zusatzbezeichnung spezielle Geburtshilfe erworben und mich dann in der Pränataldiagnostik fortgebildet, bin seit 2003 in Stufe 2 der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin. Das ist vom praktischen Arbeiten die höchste Qualifikationsstufe. Es gibt noch eine Stufe 3. Das sind dann die Kollegen, die sich auch wissenschaftlich mit der Pränataldiagnostik beschäftigen. Aber was die praktische Arbeit am Ultraschallgerät und am Patienten angeht, ist die Stufe 2 die höchste Stufe. Ich war, bevor ich hier nach Basel kam, von 2003 bis 16, 12 Jahre lang Chefarzt in einem Perinatalzentrum in Siegen und habe mich in dieser Zeit sehr intensiv mit Risikoschwangerschaften beschäftigt. Wir haben sehr viele Frühgeburten betreut, sehr kleine Frühgeburten, auch viele Kinder mit angeborenen Fehlbildungen. Und so, das hätte auch wahrscheinlich bis zur Rente so weitergehen können. Aber so ein einschneidendes Erlebnis kam für mich zustande, als ich irgendwann eine unserer freiberuflichen Hebammen in der Stadt getroffen habe und mich so ein bisschen beschwert hat, dass ich gesagt habe, Mann, ich habe wirklich nur noch diese schwierigen Fälle, diese Risikoschwangerschaften und die sind teilweise auch so ein bisschen hoffnungslos. Und Johann hat gesagt, ja klar, ich würde auch nicht zu dir kommen zur Geburt. Ihr habt eine irre hohe Kaiserschnittrate, ihr seid so risikofokussiert, und stillen klappt bei euch sowieso nicht. Das ja, hat mir natürlich ordentlich Frust bereitet. Mit der Kaiserschnittrate, da konnte ich noch so ein Stück weit leben, weil ich gedacht habe, naja, wir haben wirklich sehr viele Frühgeborene, wir haben viele Mehrlingsschwangerschaften bis hin zu Fünflingen, da geht es nun mal nicht anders als
per Kaiserschnitt. Was mich irritiert hat, war das mit dem Stillen. Und dann bin ich zu den Kinderschwestern, die dafür zuständig waren, gegangen, habe gesagt, hey, warum klappt das bei uns mit dem Stillen nicht? Und die haben dann gesagt, ja, an uns liegt es nicht, das sind die Frauen, die können das nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, naja, das glaubst du denen jetzt so mal nicht. Habe aber mir selber zugeben müssen, wirklich Ahnung vom Stillen hatte ich auch nicht. Obwohl Facharzt und diese ganzen Dinge, über Stillen lernt man dabei nichts. Und dann habe ich mich entschlossen, es denen mal zu zeigen und habe mich angemeldet für diesen Kurs als Stillberater und habe den auch gemacht, war super. Ich war der einzige Mann unter ganz vielen jungen Hebammen und Krankenschwestern, war sehr schön. Ab dem zweiten Kurs ist meine Frau dann mitgekommen, es war dann auch noch schön, aber es war anders. Naja, und von da habe ich auch mein, deswegen schreibe ich das auch immer so, ein Zertifikat und da steht drauf, herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Diplom als Stillberaterin. Und ja, seitdem weiß ich sehr viel über Stillen, aber was für mich wirklich eigentlich das wichtigere Erlebnis war, dass ich zum ersten Mal, obwohl ich mich so lange mit Geburtshilfe beschäftigt hatte, zum ersten Mal wirklich mich intensiv mit dem Thema Eltern-Kind-Bindung beschäftigt habe und ja, eigentlich einen ganz anderen Blickwinkel auf die Geburtshilfe bekommen habe und auch gemerkt habe, dass diese risikofokussierte Sichtweise eigentlich nicht richtig ist, dass wir in der Geburtshilfe viel mehr uns darum kümmern müssen, dass die ganzen vielen, die ja keine Risiken haben, in einem guten Umfeld, in dem halt eben auch der Aufbau von Eltern-Kind-Bindung möglich ist, wo der Aufbau von Urvertrauen möglich ist, dass das unsere Hauptaufgabe ist, uns darum zu kümmern. Und ja, das war sicherlich ein Stück weit mit der Grund, weshalb ich große Lust bekommen habe, nochmal ganz was Neues anzufangen. Und ja, unter anderem deshalb bin ich jetzt hier in Basel gelandet und ich muss sagen, ich habe hier wirklich ein gutes Umfeld vorgefunden, gute räumliche Möglichkeiten, ein sehr motiviertes Hebammenteam, Pflegeteam, Kinderärzte, die sehr gut mit uns zusammenarbeiten im Sinne einer wirklich individuellen Geburtshilfe. Bestätigt gefühlt habe ich mich dann vor 3 Wochen, als mir ein Kollege diesen Artikel hier geschickt hat. Das ist ganz neu im New England Journal, also schon eines der maßgeblichen Journale in der Medizin. Und wenn wir uns nach dieser Studie richten würden, dann würden wir allen Frauen, die bis 39 Wochen ihre Kinder noch nicht bekommen haben, eine Geburtseinleitung machen. Und sie belegen hier, dass das zu mehr Zufriedenheit bei den Frauen führt und zu weniger Kaiserschnitten. Und das, muss ich sagen, ist so diametral entgegen dem, was ich in den 24 Jahren, die ich Geburtshilfe mache, erlebt habe. Ich kann das nicht glauben und ich bin davon überzeugt, in der modernen Geburtsmedizin läuft einiges verkehrt und es wird Zeit, dass wir neue Wege einschlagen. Nun, was spielt die Pränataldiagnostik in diesem Rahmen, was kann das für eine Rolle spielen, habe ich mich gefragt. Weil ich habe hier ja keine Risikoschwangeren in dem Sinne mehr und habe überlegt, macht das überhaupt Sinn? Lässt es nicht vielleicht lieber sein, weil das macht den Frauen ja im Zweifelsfall nur Stress. Und ich glaube aber schon, dass auch in dem Setting Pränataldiagnostik eine Rolle spielen kann und auch eine Bedeutung hat. Nur wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das schon ein sehr scharfes Schwert ist, was wir da haben und wir müssen das sehr behutsam und aus meiner Sicht sehr viel dosierter einsetzen, als es heute teilweise passiert. Also es wird ja wirklich jeder kriegt diese Untersuchungen und weder Arzt noch Patientin oder Schwangere denken großartig darüber nach. Und ich glaube, es wird Zeit, auch ein bisschen selbstkritisch über diese Dinge nachzudenken, wie hier dieser Kollege aus Kalifornien, das ist auch ein Pränataldiagnostiker in den USA, machen das die Radiologen vor allen Dingen, der hat 2000 geschrieben, geburtshilflicher Ultraschall ist die beste Methode, eine Schwangere zu terrorisieren.
wirklich sehr, sehr guter, sehr selbstkritischer Artikel über halt eben die Probleme, die Schwangere schon mal mit unserer Diagnostik haben. Nun könnte man ja sagen, naja, 2000 ist schon lange her, in der Zeit hat sich viel getan, stimmt, in der Zeit sind ganz viele neue Untersuchungen in der Pränataldiagnostik dazugekommen. Man hatte aber Anfang diesen Jahres geschrieben, warum terrorisieren wir die Frauen eigentlich immer noch? Also es gibt guten Grund, auch ein bisschen kritisch auf die Pränataldiagnostik zu schauen. Und auch in der Laienpresse, wenn man sich umschaut, wenn Sie mal Pränataldiagnostik beim Google eingeben, dann kommen Sie auf ganz, ganz viele Erfahrungsberichte von Schwangeren, die einiges erlebt haben. Und ja, letztlich bleibt irgendwo ganz oft ein Gefühl von Verunsicherung über. Und ich muss sagen, das verwundert mich immer sehr, dass unsere diagnostischen Möglichkeiten immer besser werden und eigentlich müsste die Verunsicherung bei den Schwangeren, bei den werdenden Eltern ja immer kleiner werden. Sie wird aber immer größer. Und ich glaube, ein Grund dafür liegt wirklich in einer gestörten Kommunikation und in einer falschen Sichtweise. Statt dass man beim Abschluss einer Untersuchung den Frauen sagt, es ist alles in Ordnung, sie dürfen damit rechnen, dass ihr Kind gesund geboren wird, wird ganz oft der Fokus auf irgendwelche Restrisiken ominöser Art gelegt. Und ich meine, unser ganzes Leben ist voller Restrisiken und wir werden sehr wahrscheinlich auch damit leben müssen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Fliegerei. Wir alle wissen, dass die Flugzeuge schon mal runterfallen. Trotzdem steigen wir regelmäßig in diese mehr oder weniger lässig in diese Fluggeräte hinein und dürfen ja auch zu Recht davon ausgehen, dass wir gesund an unserem Ziel ankommen werden. Wenn wir das jetzt auf die Pränataldiagnostik übertragen, dann würde sich wahrscheinlich, wenn wir gerade Platz genommen haben, der Pilot melden und sagen, ich begrüße Sie sehr herzlich in unserer Boeing 737. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ein gewisses Restrisiko besteht, dass wir abstürzen, ins Meer fallen oder einem Terroranschlag zum Opfer fallen. Mein Co-Pilot wird Ihnen die Flugkatastrophenstatistik der letzten 2 Jahre vortragen und legt Ihnen dann ein Schreiben vor, in dem Sie bitte unterschreiben, dass Sie mich jeglicher Verantwortung entbinden. So ungefähr im übertragenen Sinne machen wir das ja bei der Pränataldiagnostik. Nun, Sie sehen, es gibt schon viel Verunsicherung, wenn man die minimieren möchte, dann muss man sich vielleicht auch fragen oder vielleicht zunächst noch einmal zurück, man könnte ja sagen, das macht nichts. Ja, dann sind die Frauen halt ein bisschen gestresst. Darf ja mal sein. Wir wissen aber inzwischen, dass Stress in der Schwangerschaft sich negativ auf die Kinder auswirkt. Das ist eine kinderärztliche Zeitschrift hier, in der diese Studie erschienen ist. Und Kinder, die vorgeburtlich mütterlichem Stress ausgesetzt sind, damit ist nicht der Stress gemeint, den sie mal irgendwie am Arbeitsplatz oder miteinander haben. So, das kommt ja alles irgendwann wieder gut. Aber dieser riesige, gewaltige Stress, den Frauen haben, weil sie Angst darum, um die Gesundheit ihres Kindes haben, und der hört ja auch nie auf. Der wird sogar, wenn man damit nicht umgeht, immer und immer größer. Der kann wirklich schaden. Und insofern macht es auch Sinn, uns damit auseinanderzusetzen, was sind denn die Gründe für diese Verunsicherung? Und da gibt es Gründe, die können wir abstellen oder verbessern. Und es gibt natürlich Gründe, die liegen in der Natur der Dinge, an denen können wir nichts tun. Und ich habe mal versucht, zusammenzuschreiben, wo ich meine, wo die Gründe für diese Verunsicherung liegen können. Mitunter ist einfach die schlechte Qualität der Untersuchung. Wenn ich mir als Arzt nicht sicher bin, was ich da sehe oder nicht sehe, dann muss ich schon sehr gutes schauspielerisches Talent haben oder muss sehr ignorant sein, wenn ich dann meiner Patientin Sicherheit vermitteln will. Wartezeiten entstehen auch relativ häufig dadurch, dass der Frauenarzt in der Praxis irgendetwas sieht, was er nicht richtig zuordnen kann, dann wird man zum Experten geschickt und das dauert dann halt eben mitunter. Wir hier in unserer Sprechstunde, wir haben immer so ein paar Notfallslots, sodass wir eigentlich von einem auf den anderen Tag reagieren können. Aber schon allein eine einzige Nacht in der Sorge, dass da was sein könnte, macht mitunter Riesenstress. Und das ist auch das, was die
Frauen mir dann erzählen, wenn sie zur Sprechstunde kommen. Da könnte es sinnvoll sein, für die wirklich wichtigen Untersuchungen direkt zum Experten zu gehen. Dann, glaube ich, haben wir ein großes Problem, dass wir nicht genügend kommunizieren, was wir da machen. Die meisten Untersuchungen, die wir heute anbieten, ich werde Ihnen das natürlich gleich noch schildern, was wir für Untersuchungen heute machen können, sind Screening-Untersuchungen. Das heißt, das sind Untersuchungen, die wir allen anbieten, die sie haben wollen. Und dann wollen wir aus dieser Riesengruppe einfach die herausfinden, die ein erhöhtes Risiko für eine Erkrankung haben. Und die wollen wir dann einer Diagnostik zuführen. Screening beinhaltet damit immer, dass wir eine gewisse Anzahl von Falsch-Positiven und Falsch-Negativen haben. Das heißt, Falsch-Positive sind die Frauen, die wir zu Unrecht oder unnötigerweise beunruhigen. Ja, die, wo wir sagen, hier, unser Screening ist positiv, ihr Kind hat möglicherweise eine Erkrankung, wo das nachher gar nicht eintritt. Ja. Und das wird, glaube ich, oft zu wenig kommuniziert, dass viele von den Untersuchungen, die wir machen, nur Screening-Untersuchungen sind und keine Diagnostik. Diagnostik hinsichtlich Chromosomenerkrankungen ist die Fruchtwasserpunktion. Die ist hundertprozentig. Da hat man nachher ein Ergebnis, an dem nichts zu deuteln ist. Nicht der Ersttrimestertest und auch nicht der neue Bluttest, auf den wir gleich noch eingehen werden. Was auch immer viel Verunsicherung macht, sind sogenannte Softmarker. Da gehe ich später noch drauf ein. Und es gibt hier der Kollege aus Kalifornien, den ich eben zitiert habe, der schreibt in seinem neuen Artikel, nun lasst es uns doch endlich sein lassen mit diesen Softmarkern. Wir haben doch inzwischen viel bessere diagnostische Möglichkeiten als diese schwachen, weichen Marker. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und was auch sehr oft Verunsicherung macht, sind grenzwertige Befunde. Grenzen sind ja eigentlich gedacht, damit man genau sagt, hier ist eine Linie. Auf der einen Seite ist das eine, auf der anderen Seite ist das andere. Wenn ich zum Tüllinger Berg gehe und da oben irgendwo bin, dann ist da irgendwo so ein Schild und auf der einen Seite ist Deutschland, auf der anderen Seite ist die Schweiz. Und wenn ich auf der Schweizer Seite stehe, dann bin ich hundertprozentig in der Schweiz. Genauso wie wenn ich in Bern auf dem Bundesplatz stehe. Es macht keinen Unterschied. Und wenn ich darüber gehe, bin ich hundertprozentig in Deutschland, genauso wie wenn ich auf Usedom in meinem Liegestuhl liege. Insofern, dafür sind Grenzen. Das heißt, wenn man diesseits der Grenze ist, ist es normal. Und da sagen wir dann, wenn ich den Standpunkt vertrete, Kollegen immer, naja gut, aber wenn du so ganz direkt an dieser Grenze stehst, dann ist es ja nur ein Schritt und dann bist du auf der anderen Seite der Grenze. Und wenn man zum Beispiel von Bern auskommt, musst du ganz viele Schritte gehen, bis du jenseits der Grenze ist. Natürlich haben wir auch als Untersucher manchmal Ängste, dass wir irgendetwas nicht richtig einschätzen. Aber ich muss sagen, wenn ich einen grenzwertigen Befund habe und sonst alles in Ordnung ist, habe ich es noch nie erlebt, dass mit dem Kind am Ende irgendetwas gewesen ist. Und da braucht man halt eben viel Erfahrung, das auch entsprechend einschätzen zu müssen. Und ich glaube, unsere Angst als Untersucher, dass wir was übersehen können, das ist unsere Angst. Damit müssen wir klarkommen und die dürfen wir nicht auf sie übertragen. Dann schlechte Aufklärung vor der Untersuchung, da schlechte Kommunikation, da haben wir schon drüber gesprochen, sicher trägt auch das zu Verunsicherung bei. Letztlich auch, dass sich relativ viele schwangere oder werdende Eltern mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen. Jetzt eine Doktorarbeit zu dem Thema Ersttrimester-Screening gegeben und gefragt, wie lange haben sich denn Gedanken gemacht über diese Untersuchung, und die allermeisten haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Sie sind einfach so, ja, weil alle dahin gehen, halt eben auch dahin gegangen, und auch daran müssen wir, glaube ich, arbeiten, und dazu sollte solch eine Veranstaltung wie heute auch ein Stück weit beitragen, dass Sie sich einfach versuchen, über diese ganzen Untersuchungen auch informieren und optimalerweise vielleicht im Vorfeld informieren. Gut, ja, kommen wir zur Pränataldiagnostik. Was wollen wir denn eigentlich finden? Was wollen wir entdecken? Ja, in den meisten Fällen entdecken wir, dass alles gut ist. Wir sind immer extrem fokussiert hier auf dieses Down-Syndrom. Ja, das ist also dieses Ersttrimester-Screening, was jeder kriegt, was von den Krankenversicherungen in der Schweiz ja auch generell bezahlt wird. Da geht es ja in erster Linie um das Entdecken eines Down-Syndroms. Das ist aber selten.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Kind einen schwerwiegenden Herzfehler hat, ist ungefähr 10-mal so groß. Also da muss man sich, insgesamt sind all diese Dinge selten, ja? Aber da muss man sich durchaus fragen, setzen wir überhaupt den richtigen Fokus? Schwangerschaftskomplikationen, die wollen wir ja vielleicht auch vorhersagen und vielleicht sogar beeinflussen, sind deutlich häufiger. Etwas mehr als 7% aller Kinder werden in der Schweiz zu früh geboren, zum Glück aber nur 1% vor der 32. Woche, und das sind die, die wirklich am Ende unter Umständen Probleme mit ihrer Frühgeburt haben. Präeklampsie, die sogenannte Schwangerschaftsvergiftung, wobei dieses Wort ganz furchtbar ist, ist eine relevante Schwangerschaftserkrankung, tritt in etwa 2% aller Schwangerschaften auf und kann unerkannt, unbehandelt zum Tod von Mutter und Kind führen. Das sind also wirklich schwerwiegende Erkrankungen. 2% im Gegensatz zu 0,6% Down-Syndrome. Da liegen unsere echten Probleme. Schwangerschaftsdiabetes, extrem große Streubreite, je nachdem, in welchen Studien man guckt. Sicherlich auch zum Teil dadurch bedingt, dass es unterschiedliche Testverfahren gibt in unterschiedlichen Ländern. Aber das sind sicherlich die größeren Probleme als die Suche nach Kindern mit einem Down-Syndrom. Auf das Thema Frühgeburten und Schwangerschaftsdiabetes will ich heute nicht eingehen. Das sind eigentlich eigene Themen, über die man auch sehr lange reden könnte. Wäre vielleicht mal eine gute Idee für einen Folgevortrag. Über die Präeklampsie möchte ich sehr gerne mit Ihnen sprechen, weil wir da unter Umständen was positiv beeinflussen können. Obwohl das Down-Syndrom selten ist, fängt die Geschichte Pränataldiagnostik doch immer irgendwo an. Das habe ich mir nicht einfallen lassen, das ist einfach da gestartet. Und das ist eine Statistik, wo man sieht, mit steigendem mütterlichen Alter steigt das Risiko für die Geburt eines Kindes mit Down-Syndrom an. Und das ist der Grund gewesen, warum wir damals, als ich noch anfänglich Gynäkologe war, warum wir so viele Fruchtwasserpunktionen gemacht haben bei den Frauen, die älter als 35 waren. Das hat damit zu tun, dass eine Frau, die 35 Jahre alt ist, die hat ein Risiko von 1 auf 350, ein Kind mit einem Down-Syndrom zur Welt zu bringen. Und das ist ungefähr die Rate an Fehlgeburten, die wir durch eine Fruchtwasserpunktion auslösen können. Deswegen haben wir damals, oder hat man damals gesagt, naja, sobald die Frauen älter sind als 35, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind ein Down-Syndrom hat, größer als die Wahrscheinlichkeit, dass wir durch unsere Punktion eine Fehlgeburt auslösen. Also empfehlen wir allen Frauen über 35, eine Fruchtwasserpunktion zu machen. Ich habe das in dieser Zeit gelernt, ich konnte viele Punktionen machen, aber man muss ehrlich sagen, wir haben natürlich durch dieses Vorgehen auch viele gesunde Kinder verloren. Nun, wenn man jetzt mal genau hinschaut und sich fragt, werden wirklich die Mehrzahl der Kinder mit Down-Syndrom von Frauen über 35 geboren? Was würden Sie sagen? Ja? Genau. Denn natürlich hat die Frau über 35 Jahren ein höheres Risiko, ein Kind mit einem Down-Syndrom zur Welt zu bringen, aber Schwangere über 35 sind auch heutzutage sehr viel seltener. Das heißt, die Gruppe an Schwangeren, die unter 35 ist, ist viel, viel größer, und auch die haben ein gewisses, zwar geringeres, aber die haben auch ein gewisses Risiko, ein Kind mit einem Down-Syndrom zur Welt zu bringen. Insofern macht es Sinn, nicht nur in den Personalausweis der Frau zu gucken und sagen, 35, wir machen Diagnostik, sondern sich alle anzuschauen und sich vor allen Dingen nicht nur den Ausweis anzuschauen, sondern auch mal die Kinder anzuschauen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende, wirklich gute Punkt, dass man das umgesetzt hat, dass man dahingegangen ist und gesagt hat, lasst uns doch die Kinder anschauen. Und das ist, mal abgesehen von der Sinnhaftigkeit dieses Screenings auf Down-Syndrom, sicher etwas Gutes gewesen, denn wir haben sehr viel gelernt über die Kinder in dieser Phase. Gut, was machen wir beim Ersttrimester-Screening? Die Basis für das, was wir da machen, ist, dass ich bei jedem Kind zwischen der 11. und 14. Schwangerschaftswoche mit dem Ultraschall im Nackenbereich eine Flüssigkeitsansammlung darstellen kann. Das ist diese sogenannte
Nackentransparenz. Kann ich, wenn die Kinder vernünftig liegen, im Ultraschall bei jedem Kind sehen. Also es gehört zur normalen Entwicklung des Menschen dazu, dass wir in dieser ganz frühen Phase unseres Lebens hier hinten zwischen Haut und Unterhaut so ein bisschen Flüssigkeit einlagern, die nachher natürlich wieder weggeht. So vor etwa 15, 18 Jahren, als die Ultraschallgeräte so gut wurden, dass man das auch verlässlich ausmessen konnte, hat man festgestellt, dass diese Flüssigkeitsansammlung bei Kindern mit Chromosomenstörungen vermehrt ist. Das waren dann statistisch gesehen vor allen Dingen die Kinder mit dem Down-Syndrom. Nachdem man das wusste, hat man das bei tausenden Schwangerschaften gemessen und aufgrund der Ergebnisse, die man dabei gewonnen hat, hat man eine Formel erstellt, die es erlaubt, das individuelle Risiko jeden Kindes für ein Down-Syndrom auszurechnen. Das funktioniert ungefähr so, als Basis wird das mütterliche Alter genommen. Sie haben gesehen, mit steigendem mütterlichen Alter steigt das Risiko an. Und dann geht es im Prinzip so, umso breiter die Nackentransparenz, umso größer das Risiko. Das heißt, das Ergebnis der Untersuchung wird sein, dass ich Ihnen sagen kann, das Risiko Ihres Kindes, ein Down-Syndrom zu haben, beträgt 1 zu so und so viel. Also wenn es günstig wäre, vielleicht 1 zu 1000, wenn es ungünstig wäre, vielleicht 1 zu 100. Was die Untersuchung definitiv nie kann, ist sicher zwischen krank und gesund unterscheiden. Also wir müssen uns schon darüber im Klaren sein, dass wenn wir jetzt ein erhöhtes Risiko ermitteln würden, dass man dann weiter klären muss, ob wirklich eine Chromosomenstörung vorliegt oder nicht. Denn selbst bei einem hohen Risiko von 1 zu 100 ist es immer noch so, wenn sich 100 Kinder vorstellen, haben 99 kein Down-Syndrom. Diese 99 sind nicht alle gesund. Wir wissen inzwischen, und das haben wir aus der Zeit gelernt, dass die Nackentransparenz auch mal unabhängig von Chromosomen verbreitert sein kann, vor allen Dingen im Zusammenhang mit angeborenen Herzfehlern und einigen seltenen genetischen Syndromen. Umgekehrt ist es natürlich schon so, wenn Sie sagen würden, naja, 1 auf 1000 finde ich nett, aber ich muss das 100%ig wissen, dass mein Kind kein Down-Syndrom hat, dann müssen wir uns ehrlich gesagt doch für eine Fruchtwasserpunktion verabreden, weil das immer noch die einzige Untersuchung ist, womit man das 100%ig nachweisen oder ausschließen kann. Unterschied Screening und Diagnostik. Gut, vergleichen wir das mal mit dem, was wir früher gemacht haben. Ja, da, als wir nur nach dem Alter der Mutter gegangen sind und die Fruchtwasserpunktion gemacht haben, da haben wir nur maximal die Hälfte aller Kinder mit Down-Syndrom entdeckt. Das hier ist das, was wir im Moment machen. Alter, Nackentransparenz, Herzfrequenz des Kindes und 2 Blutwerte. Damit kommen wir, wenn wir das gut machen, auf 90% Entdeckungsrate. Wenn wir ein guter Ultraschaller sind und auch noch zusätzliche Marker anschauen können, kommen wir auf 95% Entdeckungsrate. Und das ist dieser neue genetische Bluttest, kommen wir gleich auch noch drauf. Damit ist die Entdeckungsrate bezüglich des Down-Syndroms über 99% inzwischen. Nackentransparenz, was ist letztlich, ne, da sieht man das nochmal schöner als auf dem anderen Bild, das ist diese Flüssigkeitsansammlung, diese ist hier bei diesem Kind verbreitert. Was kann sein, wenn die Nackentransparenz verbreitert ist? Es besteht dann ein erhöhtes Risiko für eine Trisomie 21 und andere Chromosomenstörungen, mehr als 50 andere Fehlbildungen, genetische Syndrome und ein erhöhtes Risiko, dass das Kind im Verlauf der Schwangerschaft im Mutterleib abstirbt. Aber, und das ist ganz wichtig, trotzdem resorbiert sich eine erhöhte Nackentransparenz in den meisten Fällen und die allermeisten Kinder mit verbreiterter Nackentransparenz werden völlig gesund geboren. Also man darf nicht sagen, mein Kind hat eine verbreiterte Nackentransparenz, das ist krank. Ja, man muss, oder die Empfehlung ist, dann weiter abzuklären. Denn wenn wir uns das hier anschauen, hier an der Seite ist die Nackentransparenz, also die Breite der Nackentransparenz aufgemessen im Verhältnis zur Größe des Kindes. Und wenn wir sehen, eine Nackentransparenz, die schon ziemlich breit ist, mit 3 bis 3,5 mm, dann werden immer noch 93% der Kinder, die eine so verhältnismäßig breite Nackentransparenz haben, völlig gesund geboren. Das ist wichtig, dass man das seinen Patienten auch vermittelt. Was soll man tun? Betroffen sind etwa 1% aller Schwangerschaften, also ganze Geschichte ist selten. Die Empfehlung ist die,
dass man bei verbreiterter Narkotransparenz klärt, also Diagnostik macht. Das heißt, invasive Diagnostik, in der Regel in diesen frühen Wochen, wo wir das diagnostizieren, muss man eine Chorionzottenbiopsie durchführen, also eine Punktion des Mutterkuchens. Wenn ich jetzt sage muss, heißt das natürlich überhaupt nicht, dass man das machen muss. Die ganze Geschichte bis hierhin muss man nicht machen. Sie könnten ja sich genauso gut entscheiden, ich will das überhaupt nicht wissen mit dem Down-Syndrom. Dann ist diese Untersuchung und alles, was danach kommt, auch nicht notwendig. Dann gibt es, das haben wir eben gesehen, diesen Sprung von 90% auf 95% Detektionsrate, diese Zusatzmarker. Das ist das Nasenbein, das ist der Blutfluss im Ductus venosus und der Blutfluss über der rechten Herzklappe. Wenn man diese Parameter sind assoziiert mit Kindern mit Down-Syndrom. Wenn das Nasenbein fehlt, dann gibt es 1-3% aller Kinder sind 1-3% aller gesunden Kinder fehlt der Nasenbeinknochen. Die haben schon eine Nase, aber der Knochen ist nicht richtig verknöchert. Die Rate an Down-Syndrom ist schon deutlich erhöht. Deswegen ist das ein zusätzlicher diagnostischer Marker. Und ich habe Ihnen mal hier, das ist dieses Programm, mit dem ich diese Risiken berechne, Ihnen das mal mitgebracht. Wir haben eine noch relativ junge Schwangere, 28 Jahre, in der 14. Woche. Und da haben wir eine Nackentransparenz schon relativ breit, 3 mm gemessen. Wenn ich jetzt nur die Nackentransparenz nehme, dann kommt diese Frau, die ja eigentlich ein geringes Risiko von 1 auf 800 hat, aufgrund ihres günstigen Alters, auf einmal auf ein Risiko von 1 zu 137. Wenn ich zusätzlich zur Nackentransparenz nach dem Nasenbein schaue, nach dem Blutfluss im Ductus venosus und nach dem Blutfluss in der rechten Herzkammer, dann sinkt das Risiko auf 1 zu 1500. Insofern, wir machen das bei uns hier immer direkt in einem mit. Ja, und dann habe ich sehr viel bessere Argumente, diese Patientin zu beruhigen, als wenn ich sie mit diesem Risiko alleine lasse. Da sind wir wieder bei Qualität der Untersuchung als Faktor, um Verunsicherung zu minimieren. So sieht das technisch bei uns aus. Das ist das Kind im Längsschnitt. Da oben das Weiße ist der Nasenbeinknochen, das da hinten ist die Nackentransparenz. Dann kann man sich zusätzlich noch die ganz einfachen Gehirnstrukturen anschauen. Hier entwickelt sich das Gehirn. Und wir wissen inzwischen, dass dieser Raum, wenn der so schön angelegt ist wie hier bei diesem Kind, dann kann man auch schon einen offenen Rücken, also eine Spina bifida, zu diesem frühen Zeitpunkt ausschließen. Spina bifida ist was Seltenes. Aber wenn Sie eine Patientin haben, die schon ein Kind mit einem offenen Rücken geboren hat und die kommt so früh zu Ihnen und Sie können ihr sagen, ich sehe schon, dass Ihr Kind das nicht hat, ist das ein Riesenvorteil für diese Patientin. Das ist der Blutfluss in die rechte Herzkammer hinein und das ist der Blutfluss in diesem Ductus venosus. Und die Füßchen hier habe ich einfach nur dafür dahin gemacht, dass Sie sehen, wir gucken uns natürlich nicht nur den Hals des Kindes an, nicht nur das Herz, sondern wir gucken uns das Kind komplett an. Und wenn es irgendwie geht, dann auch so wie hier mit dem 3D-Ultraschall, wo wir dann auch schon sehr schön zeigen können, ja, ganz oft die Frage, hat es denn auch beide Hände oder so? Oder? Es ist extrem selten, dass Kinder keine Hände haben. Aber die Frage, die Angst und die Sorge ist häufig da. Und wenn man dann so ein schönes 3D-Bild machen kann, dann kann man das zeigen. Und das glaubt einem dann natürlich jede Schwangere sofort. Das geht mit dem normalen 2D nicht so gut. Was Sie hier schön sehen, ist der Nabelschnurabgang. Und ganz typisch für die Kinder in dieser ganz frühen Phase des Lebens, die sitzen immer mit den Beinen über Kreuz. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Meditationshaltung, die Sie so in den asiatischen Ländern sehen, einfach nur ein Rückerinnern an diese ganz frühe, sehr schöne Phase unseres Lebens ist. Dieses weitere Abklären, von dem ich eben gesprochen habe, nach dem Ersttrimestertest, Sie kriegen ja ein Ergebnis, 1 zu irgendwas. Wenn das Risiko, also wir sind vernünftig aufgeklärt worden, der Ersttrimester-Ultraschall ist gemacht worden, die Risikokalkulation ist gemacht worden, dann haben wir ein Ergebnis bekommen. Ist das Risiko geringer als 1 auf 1000, empfehlen wir keine weiteren Untersuchungen.
Es sei denn, Sie wollen das. Wenn Sie sagen, 1 auf 1000 ist schön, aber ich muss hundertprozentig wissen, machen wir eine Fruchtwasserpunktion, wenn Sie das möchten. Ist der einzige Weg, wenn Sie es hundertprozentig wissen wollten. Ist das Risiko größer als 1 auf 1000, zahlen die Krankenversicherungen in der Schweiz diesen neuen genetischen Bluttest, den ich Ihnen gleich noch ein bisschen genauer erkläre. Ist das Risiko größer als 1 auf 10, dann empfehlen wir wirklich nach einem Experten-Ultraschall eine invasive Abklärung, also Fruchtwasserpunktion oder Punktion des Mutterkuchens, aber erst dann. Das ist noch so ein bisschen historisch da drin, das ist geblieben. Das war früher die Grenze für die Krankenversicherung, die Fruchtwasserpunktion zu bezahlen. Na, heute würde man bei 1 zu 380 schon sagen, wir machen erstmal diesen genetischen Bluttest und einen vernünftigen Ultraschall und können dann auf die invasive Diagnostik verzichten. So ist das in der Schweiz geregelt und das ist eine sehr gute Regelung. Ja, auch, dass bei erhöhtem Risiko jeder diesen Test bezahlt bekommt. Das ist in Deutschland noch nicht so, aber ich glaube, die kriegen es im Laufe der nächsten 2 Jahre auch hin. Gut, wenn wir Fehlbildungen sehen oder das Risiko größer als 1 auf 10 ist, dann müssen wir allerdings wirklich invasive Diagnostik machen. Da kommen wir gleich zu. Kommen wir gerade noch zu diesem genetischen Bluttest, diesen Non-Invasive Prenatal Testing, NIPT. Die Grundlage dafür ist, dass immer, wenn man schwanger ist, werden Zellen vom Mutterkuchen in die mütterliche Blutbahn eingeschwemmt. Und die Zellen vom Mutterkuchen sind in aller Regel identisch mit den Zellen des Kindes. Denn wenn Sie sich vorstellen, wenn ein Mensch entsteht, wird ja eine Eizelle befruchtet und zu Anfang ist es eine Zelle. Die teilt sich dann und dann teilen die sich immer weiter und dann sind das ganz viele Zellen und irgendwann entscheiden sich diese Zellen, ein Teil baut das Kind und der andere Teil baut den Mutterkuchen. Das heißt, die sind vom Ursprung her identisch, das heißt, die haben auch den gleichen Chromosomensatz. Nun haben wir die Zellen, die den Mutterkuchen bilden und von denen werden immer wieder, weil im Mutterkuchen wird ja mütterliches mit kindlichem Blut gemischt, da muss ja ein enger Kontakt bestehen, dadurch werden immer wieder Zellen vom Mutterkuchen in die mütterliche Blutbahn eingeschwemmt. Diese Zellen sind aber für den mütterlichen Organismus fremd, nicht ganz fremd, aber schon ein bisschen fremd, weil nur die Hälfte vom Chromosomensatz ja auch von der Mutter kommt, da kommen ja noch die andere Hälfte vom Vater dazu. Deswegen werden diese Zellen vom Immunsystem erkannt und zerstört. Wenn diese Zellen zerstört werden, wird DNA, also Erbgut aus diesen Zellen in die mütterliche Blutbahn eingeschwemmt. Und die DNA-Stücke kann man mit diesem neuen Testverfahren isolieren und untersuchen. Und damit ist es möglich, bis jetzt, dass wir untersuchen auf das Down-Syndrom, auf die Trisomie 18 und die Trisomie 13. Die Detektionsrate bezüglich der Trisomie 21 liegt bei 99%, also auch richtig, also fast so gut wie mit der Fruchtwasserpunktion, aber ungefährlich fürs Kind, weil es ja nur eine Blutentnahme ist. Für Trisomie 13 und 18 ist die Entdeckungsrate schon ein bisschen schlechter. Und wenn wir das Ganze bei Zwillingen machen, geht es auch, aber die Entdeckungsrate ist ein bisschen geringer. Darüber müssen wir uns dann schon auch im Klaren sein, wenn wir diese Tests einsetzen. Das ist jetziger Stand. Es ist sehr wahrscheinlich in Zukunft möglich, dass wir auf diese Art und Weise das komplette Erbgut untersuchen. Auch nach seltenen Erkrankungen, nach Veränderungen im Erbgut, von denen wir gar nicht wissen, ob die irgendwie krank machen oder ob die keine Bedeutung haben, das wird noch nicht so einfach, damit umzugehen, sowohl für die Patienten als auch für uns. Und vielleicht der letzte Satz ist noch wichtig. Ja, also auch wenn man hier einen auffälligen Befund hat, dann muss man weiter abklären, weil von 300 auffälligen Befunden ist einer falsch. Ja, also von 300 Fällen kriegt eine Frau gesagt, ihr Kind hat ein Down-Syndrom, wo es nicht so ist. Deswegen muss man immer, bevor man mögliche Konsequenzen im Sinne eines Schwangerschaftsabbruchs daraus zieht, immer eine invasive Diagnostik machen. Großer Unterschied zwischen Fruchtwasserpunktion und Chorionzottenbiopsie ist der Zeitpunkt. Ja, die geht, wenn man es gut machen will, erst ab 15 plus und die geht schon ab 11 plus. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich mache meinen Ersttrimestertest
ungefähr 12., 13. Woche müsste ich, wenn ich eine Fruchtwasserpunktion machen wollte, der Frau sagen, naja, wir warten erst mal 3 Wochen, bis wir wissen, was mit ihrem Kind los ist. Ist extrem belastend, deswegen wird in diesen Fällen meistens die Chorionzottenbiopsie gemacht, was vielleicht auch keine schlechte Idee ist. Bei diesen ganzen invasiven Untersuchungsverfahren ist immer die große Angst, dadurch eine Fehlgeburt auszulösen. Dieses Risiko wird in der Laienpresse oft überschätzt. Und die neuesten Zahlen sind die, dass bezüglich der Fruchtwasserpunktion, also Amniozentese, ist diese Studiengruppe, und das waren viele Patienten, die da getestet wurden, auf ein Risiko von ungefähr knapp 1 auf 1000 gekommen. Also das Risiko, dass man eine Fehlgeburt auslöst durch eine Fruchtwasserpunktion, ist, wenn es ein erfahrener Untersucher macht, etwa 1 auf 1000. Bezüglich der Chorionzottenbiopsie ist es ungefähr 1 auf 450 oder, wie diese dänische Studie mit über 150.000 Schwangerschaften, die man untersucht hat, festgestellt hat, es gibt überhaupt kein erhöhtes Risiko. Also unterm Strich sollte bleiben, falls es wirklich so wäre, dass aufgrund der Diagnostik Ihnen eine Fruchtwasserpunktion oder eine Punktion des Mutterkuchens, also Chorionzottenbiopsie, empfohlen würde, wenden sich an jemanden, der das schon oft gemacht hat, am besten einen, der so viel graue Haare hat wie ich, weil die haben das noch gelernt aus der Zeit, wo man das bei jeder Frau über 35 gemacht hat. Die Jüngeren werden das nur noch sehr selten lernen. Und haben Sie nicht so furchtbar Angst davor, weil das Risiko, dass es wirklich zur Fehlgeburt kommt, ist doch geringer, als wir das eine Zeit lang gedacht haben. Kommen wir zur Präeklampsie. Präeklampsie, schwerwiegende Schwangerschaftskomplikation. Wirklich alle Organe der Mutter sind betroffen. Typische Symptome sind hoher Blutdruck, gestörte Nierenfunktionen mit viel Eiweißverlust über die Nieren und daraus folgend massive Wassereinlagerungen. Die Kinder sind oft unterversorgt, weil der Mutterkuchen nicht gut arbeitet. Insgesamt besteht ein deutlich erhöhtes Frühgeburtsrisiko und wie gesagt, wenn man das nicht erkennt, was zum Glück heutzutage selten ist, kann es wirklich bis hin zum eklamptischen Anfall, das sind Krampfanfälle, die dann mit einem hohen Hirnblutungsrisiko bei der Mutter einhergehen. Also es ist schon, es ist kein Schnupfen. Ne? Und interessant ist es, behandeln konnte man, die einzige wirksame Therapie, die wir haben, wenn solch eine Präeklampsie auftritt, ist die Beendigung der Schwangerschaft. Man kann vorher so ein bisschen den Blutdruck einstellen, also aber rein symptomatisch, die einzige wirksame Therapie ist die Beendigung der Schwangerschaft. Jetzt hat es im vergangenen Jahr diese Studie hier gegeben und da konnte man zeigen, dass wenn man eine Risikogruppe definiert, wie man das macht, erkläre ich Ihnen gleich, wenn man eine Risikogruppe definiert, die ein erhöhtes Risiko haben, solch eine Präeklampsie zu bekommen, und wenn man diesen Frauen frühzeitig niedrig dosiert Aspirin gibt, dann kann man das Auftreten der Erkrankung um insgesamt 62% reduzieren und bei den wirklich gefährlichen, also vor der 34. Woche, also diese frühen Wochen mit den Frühgeburten, kann man es sogar um 82% reduzieren. Dann haben sie noch ein bisschen hin und her gerechnet, haben irgendwelche Gruppen rausgenommen, sind am Ende sogar auf Reduktion von 95% gekommen. Was man sicher sagen kann, es scheint wirksam zu sein und wir haben zum ersten Mal eine Chance, das Auftreten der Erkrankung zu verhindern. Und ich finde, das ist im Gegensatz zum Screening auf Down-Syndrom eine klasse Sache. Beim Down-Syndrom kann ich screenen, kann diagnostizieren, da bleibt mir dann immer nur die Frage übrig, wollen Sie Schwangerschaft austragen oder nicht? Eine Therapie in dem Sinne, dass das Kind am Ende gesund geboren wird, gibt es nicht. Hier haben wir zum ersten Mal ein Screening, wo wir Einfluss nehmen können, wo wir Erkrankungen dann auch verhindern können. Einen kleinen Pferdefuß hat natürlich auch diese Geschichte, das, was ich Ihnen eben gesagt habe, keine Diagnostik, sondern Screening. Das heißt, wir haben auch in diesem Fall eine gewisse Rate von Falschpositiven. Ja, 5% der Frauen würden von mir beunruhigt werden, würden von mir Aspirin bekommen und hätten es gar nicht nötig gehabt. Das muss man sich drüber im Klaren sein. Vielleicht ganz kurz zum Aspirin. Man wusste schon, in den 70ern hat man schon probiert, diese Präeklampsien mit Aspirin zu behandeln, weil man aus
Laborstudien wusste, das hat gewissen Einfluss. Das hat nicht funktioniert. Was der entscheidende Punkt zu sein scheint, ist, dass man es früh genug gibt. Ja, man muss es geben, bevor der Mutterkuchen sich richtig ausbildet. Und da hilft halt eben unser Präeklampsie-Screening, was wir zusammen mit dem Ersttrimestertest machen, also schon sehr früh in der Schwangerschaft. Wir wissen, dass Aspirin in diesen niedrigen Dosierungen ungefährlich ist fürs Kind, ungefährlich für die Schwangerschaft. Deswegen gibt es Kollegen aus USA, die sagen, den ganzen Quatsch spare ich mir, ich gebe allen meinen Schwangeren Aspirin. Kann man sicherlich machen, ohne wirklich viel Schaden auszulösen. Man hat aber festgestellt, wenn ich als Arzt meiner Schwangeren sage, schluck mal jeden Tag so eine Tablette und die keinen wirklich guten Grund dafür sieht, dann machen die das nicht. Ja? Und das ist der Grund, weshalb das Screening schon Sinn macht, dass man wirklich definiert, habe ich ein Risiko, habe ich nicht. Und wenn ich dann bereit bin, in Kauf zu nehmen, dass ich vielleicht zu den 5% Falsch-Positiven gehöre, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ja, also Entdeckungsraten, was jetzt die Frauen mit dem hohen Risiko angeht, kommen wir mit dem, was wir da machen. Ich will das jetzt gar nicht, sonst ist für Sie auch gar nicht so relevant, wie wir das durchführen. Aber Entdeckungsraten sind schon relativ gut, wenn wir vor allen Dingen hier diese kritische Gruppe anschauen. Strategie, das habe ich Ihnen gesagt, die ein hohes Risiko haben, bekommen Aspirin, die ein niedriges Risiko haben, nicht. Und in der 22. Woche guckt man nochmal nach dem Doppler der Uterinarterien. Jetzt haben wir das erste Schwangerschaftsdrittel hinter uns gelassen und dann kommt diese sogenannte Bio-2, heißt das ja in der Schweiz immer, also den Fehlbildungsultraschall. Da schauen wir uns wirklich die Kinder von Kopf bis Fuß an. Wir schauen uns das Gehirn an, wir schauen uns das Herz an, den Magen-Darm-Trakt, die Nieren. Wir schauen nach der Plazenta, schauen, wo die Nabelschnur ansetzt. Und wir gucken auch die Kinder insgesamt so ein bisschen an, wie die sich bewegen. Wie zum Beispiel dieses Kind, ne, der trinkt. Wenn Sie jetzt hier genau hinschauen, sehen Sie richtig, wie dieses Kind schluckt. Das ist, dieses Schlucken ist, ein extrem komplexer Vorgang. Da werden ganz viele Muskeln sind da beteiligt. Und Kinder, die neurologische Schäden haben, also die Fehlbildungen im Gehirn haben, die können nicht gut schlucken und die haben dann deswegen viel Fruchtwasser. Also auch auf solche Feinheiten macht es Sinn zu schauen im Rahmen dieser Untersuchung. Was wollen wir oder was könnten wir entdecken wollen und macht das Sinn? Nochmal zurück, das haben wir ganz zu Anfang ähnlich schon gesehen. Häufigste schwere Fehlbildung jetzt hier auf 1000 Geburten, das sind keine Prozent, ne? Auf 1000 Geburten, also insgesamt alles selten. Ja, aber die häufigste Fehlbildung sind die angeborenen Herzfehler, wenn man sagt schwere Fehlbildung. Dann kommt Skelettsystem, Urogenitalsystem und das zentrale Nervensystem. Also Herz, wichtiges Thema, ist angeborene Herzfehler, sind eine relevante Entität. Wenn man schaut in Kanada, dass man guckt, so Krankheiten, die man eigentlich für verhältnismäßig häufig hält, Parkinson, Multiple Sklerose, hier diese Mukoviszidose, alles viel seltener als angeborene Herzfehler. Also angeborene Herzfehler sind schon ein relevantes Thema. Macht es jetzt Sinn? Hilft es den Kindern, wenn ich das vor der Geburt diagnostiziere? Ja. Es ist, also ich kann es nicht behandeln, es gibt ganz selten, es gibt so einzelne Herzfehler, wo man versucht, das schon im Mutterleib zu behandeln, wo man Klappen aufsprengt, aber das sind experimentelle Therapien, da braucht man nicht drüber zu reden. Es geht vielmehr darum, die Kinder zu entdecken und die direkt nach der Geburt einer vernünftigen Therapie zuzuführen und nicht die Kinder irgendwo zur Welt kommen lassen und dann geht es denen auf einmal schlecht, dann läuft man der Zeit hinterher und unter Umständen geraten diese Kinder in einen Sauerstoffmangel. Also es macht sehr viel Sinn, hier hat man das verglichen, Kinder, wo man den Herzfehler vor der Geburt diagnostiziert hat und Kinder, wo man den Herzfehler erst nach der Geburt diagnostiziert hat. Das waren die
vor der Geburt, die nach der Geburt, also deutlich besseres Überleben und auch deutlich positive Nebeneffekte wie kürzere Behandlungsdauern. Also das macht wirklich Sinn, in der 21. Woche sich die Herzchen der Kinder anzuschauen. Jetzt wieder die Frage Qualität der Untersuchung. Kann das denn jeder mit dem Herzen? Nö. Hier in dieser Studie hat man geguckt, das ist glaube ich in den Niederlanden gewesen, hat man verglichen, hat man nämlich ein generelles Screening eingeführt, hat man gesagt, jede Schwangere geht einmal in der Schwangerschaft zum Experten, zum Ultraschall. Und das hat man verglichen mit dem Zeitraum, wo das offen stand, wo einfach jeder Frauenarzt, so wie in Deutschland, in der Schweiz auch, kann ja jeder, den Ultraschall machen und schickt dann nur, wenn er irgendwie den Verdacht hat, weiter. Und diese beiden Zeiträume hat man verglichen und man hat festgestellt, dass in dem Zeitraum, wo es nur die Experten gemacht haben, auf einmal die Entdeckungsrate an Herzfehlern von 31% auf 91% angestiegen ist. Also Qualität der Untersuchung spielt eine Rolle. Und diese Herzfehler, das sind die, die wirklich gefährlich sind für die Kinder, wenn die geboren werden. Wenn nämlich dieser Duktus zugeht, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, dann haben die Kinder ein Riesenproblem. Und die wollen wir wirklich entdecken, weil diese Kinder sind hochgefährdet nach der Geburt, wenn man das vor der Geburt nicht weiß. Und da hat man die Entdeckungsrate auf 100%, also die hat man alle entdeckt, wenn der Ultraschall von jemand Qualifiziertem gemacht wurde. Also Herzultraschall 21. Woche macht offenbar großen Sinn. Wie heute schon so oft, Geschichten haben auch Pferdefüße. Bei den Fehlbildungen des zentralen Nervensystems sind wir auch sehr gut geworden in der 21. Woche. Was unser Riesenproblem dabei ist, wenn wir da was diagnostizieren, ist es sehr, sehr schwer, wirklich zu sagen, was aus den Kindern wird. Und das ist aber genau die Frage, die die Eltern haben. Die sagen, ja gut, das ist so und so, aber was kann das Kind denn nachher? Wie wird es denn leben? Und da können wir gerade bei den Gehirnfehlbildungen nur sehr eingeschränkt Auskunft geben, auch wenn unsere Diagnostik immer besser geworden ist. Wir können inzwischen auch Kernspintomografien von den Kindern im Mutterleib anfertigen. Aber das Problem liegt einfach darin, dass unser Gehirn sich die ganze Zeit noch entwickelt. Auch wenn die Kinder geboren sind, die ersten 2 Jahre entwickelt sich das Gehirn noch. Und das Gehirn, so wie Sie das kennen, das haben Sie sicher irgendwo in irgendwelchen Filmen, ja, das ist ja so gefaltet wie so eine Walnuss so ein bisschen. Ganz zu Anfang der Schwangerschaft ist das ganz glatt. Und diese Faltung und diese ganzen Dinge, die müssen erst noch stattfinden. Und wir können nicht in die Zukunft schauen. Was wir gut sagen können, wenn in der 21. Woche ein Gehirn komplett unauffällig aussieht, dann ist das Risiko, dass da noch was passiert, extrem gering. Ja, also wenn Sie in der 21. Woche zum Schall waren und das war alles gut, müssen Sie keine Angst haben, dass da noch irgendwas passiert, bis auf das schon beschriebene Restrisiko. Und es gibt auf dem anderen Extrem, gibt es Gehirnfehlbildungen, die wir diagnostizieren können, wo wir uns sicher sein können, diese Kinder werden schwer geistig und körperlich behindert sein. Dazwischen ist aber ein sehr, sehr großer, sehr, sehr großer Graubereich, der extrem schwierig ist. Und das kaufen Sie natürlich irgendwo, wenn Sie zum 21. Woche Schall gehen, irgendwo mit, dass Sie da unter Umständen Dinge mitgeteilt bekommen, mit denen es sehr schwer ist, am Ende umzugehen. Was wiederum sehr, sehr viel Sinn macht, ist, dass wir uns den Mutterkuchen anschauen. Denn wenn der Mutterkuchen vor dem Ausgang liegt, also vor dem Muttermund, dann ist das mit, wenn man dann in eine Geburt reingeht, dann blutet es und zwar ordentlich. Das sollte man vorher wissen. Vasa praevia, das sind nur kleine Gefäßchen, die über den Muttermund laufen. Die sind schwer zu diagnostizieren, aber da sollte man in diesen Wochen nachschauen. Und hier sehen Sie, das ist der Mutterkuchen, da setzt die Nabelschnur richtig an, wunderbar. Und in diesem Fall ist hier der Mutterkuchen, die Nabelschnur setzt aber hier an. Und hier gibt es Gefäße, die frei über die Eihaut laufen. Und wenn man Pech hat und an der Stelle ein Blasensprung stattfindet, dann verblutet das Kind. Und das ist sehr selten. Ne? Ich will Ihnen keine Angst machen. Diese Dinge sind selten und die hat Ihr Frauenarzt gesehen, hoffentlich. Ja? Danach muss man gucken, das macht Sinn, in der 21. Woche danach zu schauen. Dann kann man vor allen Dingen bei den Frauen, die werden ja immer häufiger, die schon zig Kaiserschnitte hatten, kann man nachschauen, ob vielleicht in dem Bereich, wo die Narbe vom Kaiserschnitt in der Gebärmutterwand ist, nicht der Mutterkuchen reingewachsen oder durchgewachsen ist.
Das geht mit einem sehr großen Blutungsrisiko im Rahmen der Geburt einher. Also das macht sehr viel Sinn und kann lebensrettend sein, danach zu schauen. Kommen wir noch kurz zu diesen Softmarkern, von denen wir eben schon gesprochen haben. Das sind diese Dinge. Vor allen Dingen der hier ist immer wieder in der Diskussion. Der White Spot oder der weiße Fleck Golfballphänomen gibt es ganz, ganz häufige Diagnose, ganz häufiger Grund, warum Frauen zu mir geschickt werden. Wenn wir uns das mal anschauen, bei dem Kind ist alles normal, es hat diesen weißen Fleck im Herzen. Die Frau ist mit 35 Jahren, hat sie schon ein gewisses Risiko für ein Down-Syndrom. Wenn ich jetzt diesen weißen Fleck diagnostiziere, steigt das Risiko eigentlich nicht an. Also im Grunde muss ich gar nicht relevant mit der Patientin sprechen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn die vorher schon das Ersttrimester-Screening durchlaufen hat. Dann ist dieses Testverfahren sehr viel besser als hier diese Geschichte mit dem weißen Fleck. Und es könnte richtig sein, was der Kollege aus Kalifornien sagt, dass man diese Dinge endlich mal vergessen sollte. Eine Rolle spielt es halt eben schon, wenn ich zusätzlich noch was sehe. Deswegen, man muss sich das Kind gründlich anschauen. Wenn ich nicht nur den weißen Fleck in der linken Herzkammer sehe, sondern auch noch der Darm vom Kind sehr viel heller erscheint, als er es sollte, dann steigt das Risiko auf einmal auf 1 zu 12 an. Und da, in diesem Fall, ist natürlich, wenn man das will, eine weitere Diagnostik indiziert. Also ganz so einfach ist es auch mit diesen Softmarkern nicht. Jetzt zur Entspannung gehen wir so ein bisschen mal durch die Schwangerschaft und ich zeige Ihnen einfach mal, was man mit dem 3D-Ultraschall so machen kann. Mit der hochauflösenden 3D-Vaginalsonde können wir inzwischen schon ganz früh das Kind darstellen. Hier, das ist der Kopf und das ist die zu diesem Zeitpunkt noch sehr große und breite Nabelschnur. Der ist schon einen Ticken weiter. Moment, bewegt sich auch, wenn auch nur so ein bisschen zögerlich. Aber hier kann man schon sehen, wie sich die Ärmchen und Beinchen langsam entwickeln und auch anfangen, sich zu bewegen. Das ist schon noch ein Schritt weiter. Da kann man, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen so schön rüberkommt, kann man hier wirklich schön Nabelschnur sehen, die hier auf der Plazenta ansetzt. Wir können die Fingerchen hier zählen. Das ist die rechte Hand, die linke Hand, das Öhrchen, die Beine. Die sind mal ausnahmsweise nicht übereinander, aber fast. Und das kann man dann auch mit Bewegung sehen. Das ist in erster Linie schön. Für mich ist es praktisch, weil ich direkt sehe, das war früher immer ein bisschen, ich sehe direkt zwei Arme, zwei Beine, wunderbar. Mehr Nutzen für mich persönlich ziehe ich diagnostisch aus solchen Bildern nicht. Sie machen mir aber auch Riesenspaß. Da habe ich ein neues Ultraschallgerät bekommen und etwas Interessantes festgestellt. Sie ist, ist der normale vaginale Ultraschall. Und dann habe ich mit einem neuen, das nennt sich Transparenzmodus, kann man Wasseransammlungen im Kind darstellen. Und da habe ich auf einmal gesehen, hier oben im Gehirn kann ich schon extrem früh, das ist 10. Woche, schon die Hirnwasserräume darstellen. Und wenn man das Ganze dann so ein bisschen bearbeitet, dann kann man natürlich dann hin und her fahren. Und wenn Sie sich das hier angucken, hier oben im Köpfchen, sieht man wirklich richtig symmetrisch die beiden seitlichen Hirnwasserräume, den dritten Ventrikel und ganz hinten den vierten Ventrikel. Ich habe es eben schon gesagt, ich weiß nicht, wofür es gut ist. Aber es könnte sein, dass wir mit solchen Möglichkeiten schon sehr früh Gehirnfehlbildungen diagnostizieren können, vor allen Dingen, wenn die sich hier hinten im Gehirn abspielen. Ja, bei dem geht das dann. Auch da, wenn Sie auf den Kopf schauen, sieht man hier richtig schön symmetrisch die Seitenventrikel. Ja, das ist auch nochmal jetzt schon ein Ticken, war nur auch 10. Woche. Und dann kann man das, wenn man das ein bisschen nachbearbeitet, also das ist ein Ultraschallbild, was nicht so aus der Maschine kommt, sondern das muss ich nachbearbeiten. Da habe ich dann drumherum ums Kind, Gebärmutterwand, Mutterkuchen, Nabelschnur, so alles weggeschnitten. Aber Sie sehen, wir können wirklich schon auch zu diesem frühen Zeitpunkt, ja, die sind schon komplett fertig, 10 Wochen.
Ja, da ist alles dran und drin und das ist schon sehr schön, dass wir das auch so zeigen können. Die sind schon zum Zeitpunkt, wo wir den Ersttrimestertest machen. Und auch da kann man natürlich das mit Bewegung machen. Also Sie sehen, wenn man da genau hinschaut, die sehen schon noch ein bisschen gespenstig aus. Ja, die Kinder haben in dieser frühen Phase noch kein Unterhautfettgewebe. Die sind wirklich nur Haut und Knochen. So sehen sie aber auch wirklich aus. Und das kann natürlich schon mal ein bisschen gespenstig aussehen, aber die meisten lieben es. Dieses Kind ist schon weiter, da sehen Sie schon, die Physiognomie verändert sich ein bisschen, aber auch dieses Kind jetzt, 22. Woche, hat noch nicht viel Unterhautfettgewebe, ist wirklich schmal. Hier vorne schwimmt so ein bisschen Nabelschnur rum, das ist der Mutterkuchen. Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Das ist dann schon 27. Woche, da fängt es jetzt an. Da wird es so ein bisschen babyhaft, die Kinder bekommen so ein bisschen Pausbäckchen und ja, in dieser Phase kann man schön Ultraschall machen. Der hier ist ganz glücklich, er ist schon 36 Schwangerschaftswochen und dieses Kind hier wird, den habe ich glaube ich heute gesehen, der wird in den nächsten paar Tagen geboren werden. Ja? Die. Das sind, wie gesagt, schöne Bilder, in erster Linie für Sie, vor allen Dingen für die Väter, auch das hat man mal untersucht, man hat geguckt, kann man mit Ultraschall Bindungsaufbau oder die Bindung fördern und hat dann unterschieden, 3D-Ultraschall, zwei normalen Schwarz-Weiß, also 2D-Ultraschall, Männer, Frauen. Und man hat festgestellt, bei den Frauen ist egal, was man für einen Ultraschall macht. Die sind nur froh, wenn sie Ultraschall sehen. Bei den Männern war ein deutlicher Effekt. Bei den 3D- oder 4D-Ultraschallen haben die sehr viel besser Bindung aufbauen können als auf den 2D-Ultraschallen. Das ist auch das, was ich bei den Untersuchungen immer so sehe. Solange ich da also mit dem Schwarz-Weiß-Ultraschall zugange bin, sind die Männer meistens ein bisschen gelangweilt und denken, naja, gut. Aber wenn man das macht, dann kommen sie schon mal aus sich heraus. Diagnostisch für mich macht sowas hier mehr Sinn. Damit können nur Sie nicht mehr so furchtbar viel anfangen. Das ist jetzt ein Herzchen. Moment, warum macht er das jetzt nicht? Ja. Wo ich auf einen Blick hier sehr schön sehen kann, dass dieses Herz okay ist, dass zwei Herzkammern da sind und dass die großen Blutgefäße, die aus dem Herzen wieder rauskommen, an die richtige Kammer angeschlossen sind. Das ist ein 3D-Ultraschall vom Herzen. Da muss ich wieder zugeben, da weiß ich noch nicht so genau, wofür das gut ist, aber es begeistert mich. Das ist wiederum etwas, was wirklich, wo 3D wirklich hilft, wo es mir auch meine Arbeit erleichtert. Wir haben jetzt hier wieder so einen Schnitt, das ist ein normales 2D-Ultraschallbild, genau in der Mittellinie. Sie sehen hier den Nasenbeinknochen, der ist genau in der Mitte. Und deswegen sehen wir, wenn wir das Gehirn anschauen, hier auch den Balken. Ja, das ist diese geschwungene Struktur. Der Balken verbindet unsere Großhirnhälften. Es gibt Kinder, wo der Balken fehlt. Und das kann mit schweren Behinderungen verknüpft sein. Das ist eine dieser schwierigen Diagnosen, denn diese Kinder können auch ganz normal sein. Aber ja, seitdem wir danach gucken können, gucken wir natürlich danach. Nur nicht alle Kinder sind so nett zu mir und legen sich auch so hin, dass ich so schön schallen kann, insbesondere wenn die Frauen ein bisschen zu spät kommen, ja, wenn die Kinder schon größer sind. Dann hilft mir der 3D-Ultraschall. Das einzige Bild, was ich wirklich gemacht habe, ist dies hier. Dieses und dieses hat das Ultraschallgerät berechnet. Also es hat ein Volumen aufgenommen und hat aus diesem Volumen dieses und dieses berechnet. Und wenn ich das dann noch richtig drehe, also so ganz einfach ist nicht, dann bekomme ich dieses errechnete Bild und Sie werden mir recht geben, ja, hier kann man diesen Balken auch auf dem ausgerechneten Bild sehr schön sehen. Also da hilft 3D wirklich weiter und ist nicht nur schön. Auch da ist es zwar schön, aber es hilft mir auch. Früher war es immer extrem mühselig,
die Fingerchen abzuzählen und zu gucken, ob die auch richtig bewegt werden. Und wenn man dann halt eben so ein Bild macht, dann haben nicht nur die Eltern Spaß, sondern auch ich kann sehen, dass das Kind alle Finger hat und dass es die auch vernünftig bewegen kann. Lassen Sie mich zum Schluss noch vielleicht auf zwei Sachen kurz eingehen. Das ist etwas, wo nur ganz selten Schwangere von gehört haben, spielt aber eine Rolle. Wenn wir uns hier mal anschauen, amerikanische Kinder mit Entwicklungsstörungen, also mit wie auch immer man will, geistigen Behinderungen. Da haben wir wieder unser Down-Syndrom, 4000 pro Jahr. Kinder, die behindert sind aufgrund einer Infektion mit Zytomegalie-Virus, sind 5500. Diesen Virus kennt nur kaum jemand. Down-Syndrom kennt jeder. Das ist aus Großbritannien. Zytomegalie-Virus-Erkrankungen, also Kinder mit Behinderungen aufgrund Zytomegalie-Virus-Erkrankungen, 1000 pro Jahr, Down-Syndrom 750. Toxoplasmose, das kennt wieder jeder, das ist das mit der Katzenscheiße. Ne? Das und weshalb man in der Schweiz ist ja immer ein Riesendrama, kommt demnächst wieder, dass die Schwangeren keinen Chinoise essen dürfen. Ne? Die Frage ist halt eben nur, ja, man muss es lang drin lassen, weil sonst ist es in der Mitte roh und dann gibt es ein Risiko für Toxoplasmose. Aber das ist selten im Vergleich. Ne? Gucken Sie sich die Diskrepanz an. Das hier kennt auch jeder, das ist das mit dem Blauschimmelkäse, den man in der Schwangerschaft nicht essen darf, die Listerien. Aber Zytomegalie kennt eigentlich kaum jemand. Und weshalb ich das so sage, einmal, es ist relevant, es ist wirklich relevant. Und wie kann man sich damit infizieren? Die Haupterregerquelle oder das Haupterregerreservoir für diese Zytomegalie-Viren ist der Urin von Kindern im Vorschulalter. Das heißt, all die Frauen, die ihr zweites Kind erwarten, haben meistens zu Hause ein Kind im Vorschulalter. Und alle den Frauen sollte man sagen, passt in dieser Phase ein bisschen auf. Wenn ihr die Windeln wechselt, wascht euch danach gründlich die Hände. Auf den Schnullern und auf den Babyfläschchen hat man hohe Konzentrationen von Zytomegalie-Viren gefunden. Deswegen nicht, wie man das so oft sieht, den Schnuller ablutschen und wieder dem Kind in den Mund stecken. Und auch nicht mit demselben Besteck essen. Ob man das jetzt unbedingt machen muss, dass man die Kinder nur noch auf die Stirn küsst, weiß ich nicht, finde ich schon ein bisschen kritisch. Aber die anderen Dinge, denke ich, sind easy und man hat zeigen können, dass man damit die Infektionsraten deutlich reduzieren konnte. Man kann auch Pränataldiagnose zu Beginn der Schwangerschaft gucken. Viele haben sich schon irgendwann in ihrem Leben mit diesem Virus auseinandergesetzt und dann ist es nicht mehr so gefährlich. Wird aber nicht von den Krankenversicherungen gezahlt. Noch ganz kurz zum Schwangerschaftsdiabetes. Einfach nur, dass Sie es wissen, dass Sie es gehört haben, das ist ein Riesenthema. Können wir uns gerne nochmal zutreffen. Es wird immer häufiger. Ein Teil ist sicherlich bedingt dadurch, dass unsere Tests sensibler geworden ist, dass wir unsere Grenzwerte weiter runtergesetzt haben. Da kann man durchaus Fragezeichen hintermachen, ob das so klug war. Aber der Hauptgrund für diesen steilen Anstieg sind sicherlich die Veränderungen der Lebensgewohnheiten und Fehlernährung. Wir haben in der Schweiz ein bisschen weniger zum Glück, aber in Deutschland ein Riesenproblem mit Übergewicht, mit Fehlernährung. Spielt eine Rolle und man sollte auf einen Schwangerschaftsdiabetes testen, denn ein nicht erkannter Schwangerschaftsdiabetes, der nicht behandelt wird, kann lebensbedrohlich fürs Kind sein. Ich habe noch die Phase erlebt, wo wir diese Tests nicht hatten, wo wir wirklich diese massiv dicken Kinder mit geschädigtem Herzmuskel, mit extrem viel Fruchtwasser, auch viele Kinder, die im Mutterleib dann abgestorben sind, sieht man heute zum Glück nicht mehr. Deswegen, weil wir diese Tests machen, auch wenn diese Zuckerlösung extrem fies schmeckt, das macht Sinn. Und da sind wir dann auch bei dem Punkt, was macht denn wirklich Sinn? Ich glaube, ich hoffe, dass ich Ihnen zeigen konnte, das kommt halt auch sehr, sehr drauf an, was Sie wissen möchten. Ja, also es ist immer auch eine individuelle Entscheidung. Und diese Empfehlungen sind Empfehlungen von mir und nicht Vorschriften. Überlegen Sie gut, was Sie möchten
und was Sie nicht möchten. Und sagen Sie durchaus oder seien Sie auch durchaus so mutig oder so couragiert und sagen bei Dingen, die Sie nicht möchten, nein, das will ich gar nicht wissen. Was ich empfehlen würde, wäre dieser Fehlbildungsschall, 21. Woche. Also die Geschichte mit den Herzfehlern, die Geschichte mit dem Mutterkuchen, das macht schon Riesensinn. Wenigstens einmal, wenn man wirklich nicht viel will, wenn man nicht viel Ultraschall mag und so, ich finde das okay, man muss das nicht alles machen. Und manche Dinge, ich glaube, das habe ich auch zeigen können, sind wirklich fragwürdig. Aber das würde ich machen, dass man danach schaut. Einmal ein und dann aber ein kompetenter Ultraschall, wo jemand aufs Herz guckt und wo jemand guckt, wo der Mutterkuchen sitzt. Auch klare Empfehlung von meiner Seite, nach dem Schwangerschaftsdiabetes gucken. Diagnostizieren, man muss dann, wenn es einmal diagnostiziert ist, glaube ich, nicht zu streng die Frauen geißeln. Ich glaube, da schießen wir mitunter inzwischen übers Ziel hinaus, aber diagnostizieren sollte man es auf jeden Fall. Klare Empfehlung, Aufklärung, Schutzmaßnahmen bezüglich Zytomegalievirus, denke ich, ist auch eindeutig, ist einfach zu machen, ist effektiv. Nicht so klar ist die Empfehlung mit dem Präeklampsie-Screening. Es ist schon aus meiner Sicht eine Empfehlung, aber man muss natürlich damit leben können, dass man unter Umständen zu denen gehört, die ungefähr 24 Wochen lang unnötigerweise ein Medikament nehmen. Dazu muss man bereit sein, das mit einzukalkulieren, wenn man dieses Screening macht. Aus meiner Sicht sinnvoll, weil wir können Schwangerschaftsverläufe positiv beeinflussen und Aspirin schadet nicht. Sehr individuell, wirklich sehr individuell, ist das Screening auf Chromosomenstörungen. Da macht es Sinn, sich vorher genau darüber Gedanken zu machen, was ziehe ich für Konsequenzen aus einem auffälligen Ergebnis. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, ein Kind mit einem Down-Syndrom ist für mich kein Grund, eine Schwangerschaft abzubrechen, dann macht es auch nicht sehr viel Sinn, diese Screenings durchzuführen. Also ganz individuell entscheiden. Jetzt haben wir natürlich am Ende doch sehr viel über Risiken und über schlimme Dinge gesprochen. Am Ende ist meine Botschaft, die allermeisten sind völlig gesund und die allermeisten Schwangerschaften verlaufen völlig komplikationslos. Also es gibt keinen Grund, sich bange machen zu lassen und wir dürfen wirklich guter Hoffnung sein. Vielen Dank.